So, hallo, wir machen weiter. Bei, oh Gott, wie heißt der Heck? Der hat so einen langen Namen. Kochodo Dings, irgendwas. Kochobo Durado, Version 1.7. Dem Heck, in dem ich in diesem Level ganz oft sterbe. Weil ich doof bin. So, das letzte Mal haben wir hier den Secret Exit gefunden. Und jetzt müssen wir noch den Normal Exit machen. Wir wissen schon, dass ein Midway Point kommt. Was allerdings wieder... Oh, das ist für die Yoshi-Coins aber natürlich suboptimal, denn die werden hundertprozentig nicht gespeichert. Das heißt, wenn ich jetzt nach dem Midway Point sterbe, kann ich die Yoshi-Coins knicken. Weil ich ja dann die hier oben nicht mehr habe, ne? Oh, das ist immer so ein Mist. Dann hoffe ich, die Yoshi-Coins sind nicht relevant. Na, dann werden wir sie zwar, wenn ich sterbe, die anderen zwei halt auch noch sammeln und suchen. Aber ich kann halt dann nicht mit allen fünf hier rausgehen. Und ich gehe nicht davon aus, dass ich das Level auf Anhieb schaffen werde nach dem Midway Point, wenn es vom Schwierigkeitsgrad her so bleibt. Dann werde ich auch danach erstmal ganz schön oft sterben nochmal. Davon gehe ich ganz stark aus. Aber wir werden sehen. Oh, das war dumm. Aber egal. Ich habe ja gleich wieder meinen zweiten Pilz. Das Spiel kennen wir jetzt mittlerweile. Mit den zwei Pilzen. So. So, da ist gleich mein zweiter Pilz. Kennen wir, wie gesagt, alles schon. Zack. Das, das war wieder super dämlich. Ich werde es doch bis zum Midway Point schaffen. Das wäre jetzt richtig dämlich, noch vor dem Midway Point drauf zu gehen. Das wäre jetzt wieder... Ich meine, ich weiß jetzt ja, wann er kommt. Also bis ich muss es eigentlich bis dahin schaffen. Das kann eigentlich nicht anders sein. Es ist auch eigentlich nicht zu viel verlangt. Da kommt was geschossen. Das interessiert mich aber nicht. Wir haben es geschafft. Wir sind beim Midway Point. Okay, jetzt kann nichts mehr passieren. Außer ich lande in der Lava hier drin. Oh, dankeschön. Wenn ich jetzt sterbe, wie gesagt, dann sollten die anderen zwei Yoshi-Coins weg sein, was halt problematisch ist. Oh, es ist mit Rising Lava. Finde ich nicht gut. Die geht immer bis zu dieser Ebene. Okay. Hi. Das heißt, das ist jetzt alles dann Lava. Da kann ich... Oh mein Gott! Da kommt das Ding einfach zurück, ne? Oh, nee. Aber dann will ich da an den Block schon mal gar nicht ran. Der Block. Nein! Oh, diese Drehung von den Fledermäusen, die wird mich noch öfter richtig schnell killen. Okay, wir warten lieber eine Runde. So, los geht's. Muss ja nur da hochkommen, dann bin ich schon wieder safe. Okay, wir gehen eins weiter. Da unten ist nicht. Nein! Komme ich da jetzt noch ran? Ja, da komme ich noch ran, okay. Das war fast ein bisschen spät, wo ich mich dazu entschieden habe, aber wir haben es noch erwischt. Springboard. Das kann ich mir einfach nehmen. Ah ja, das brauche ich da drüben auch gleich. Hä, wieso lässt das denn einfach los? Hallo? Nimm. Hallo? Hallo? Hallo, nimm es wieder mit? Was zur Hölle? Warum lässt du einfach los? Oh nein! Schnell, 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 schnell. Nein! Ja, das war's mit den Yoshi-Coins. Alle weg. Ihr seht, was ich meine. Alle weg. Gut, die eine haben wir schon gesammelt. Die sammle ich jetzt nicht nochmal ein. Das heißt aber dann, wie gesagt, halt auch, ich kann die Yoshi-Coins nicht komplett sammeln. Dafür müsste man das ohne Midway Point spielen. Das mache ich nicht. Das ist Quatsch. Das ist halt kompletter Quatsch. So. Oh boy! Lief mir alle. Oh mein Gott, ich dachte, ich werde getroffen. So, gib mir das Springboard.
So, hier bin ich vorhin gestorben. Blöd, wie ich bin. Da ist die letzte Yoshi-Coin. Okay. Das ist ja dann nicht das Problem. In Kombination alle zu bekommen. Ja, in Kombination alle zu bekommen ist halt das Problem. Krieg ich noch mal einen Pilz hier? Nein. Was ist das denn jetzt? Bossfight? Ja. Kreatura, auf jeden Fall. Irgendein Bossfight. Leider weiß ich nicht, was für einer. Oh, das Vieh. Aber ich kann da oben stehen, das ist ganz gut. Nein! Das ist nicht mehr so gut. Nein! Was mache ich, wenn ich keine Boxen mehr habe? Ah, ist vorbei, okay. Beziehungsweise, ja. Oh nein, das hat gereicht. Okay, cool. Ein paar davon erledigen hat gereicht. Finde ich gut. Uff. Hey, wir haben ein zertretenes Schloss. Sehr schön. Dann haben wir diese Reihe jetzt hier abgeschlossen. Hier ist auch kein anderer Weg mehr. Das ist alles in Ordnung. Okay. Dann gehen wir jetzt von hier aus mal da hoch. In dieses Schiff. Ach so, und dann geht's da durch. Okay. Machen wir kurz das Schiff und dann machen wir den Weg außenrum. Drowned and Greedy von De Morgana. Das ist mal eine fresche Musik. Ich kenne das doch. Ich kenne das Lied. Ist das Despacito? Das ist Despacito. What the fuck? Esse Level präziser da DLC Kochobo versus Faustau Paraser. Ich habe keine Ahnung. Verstehe kein Wort. Da gibt's auf jeden Fall ein Leben. Da gibt's eine Ranke. Okay, ich will. Kann gar nicht in die Röhre. Ich will die Ranke hoch. Hä? Hä? Ach so, das Level bekommt man über das DLC Kochobo versus Faustau. Ja, wie komme ich an das DLC? Aguarda o update u compre a expansão agora. Ja, hä? Wie soll ich einen Hack? Bei einem Hack ein DLC. Ich weiß, wir haben ja das gelesen, ne? Es gibt ein DLC-Update, aber. Ich meine, ich habe halt die aktuellste Version geladen und muss da doch eigentlich das. Keine Ahnung, wie man das auslöst. Falls ihr es wisst, könnt ihr mir ja mal was schreiben. Ich lasse das hier erstmal dabei. Ich belasse es hier erstmal dabei. Vielleicht kann man ganz kurz auf die Seite gucken. Die habe ich eh gerade offen. Aber da steht auch nur: A level that needs a DLC or update to play. Wie soll ich einen Hack updaten? Wenn man einfach nur diese originale Version... Das ist völliger Quatsch. Ich habe keine Ahnung. Egal. Vielleicht ist das einfach ein Fun. Das ist wahrscheinlich... Vielleicht ist es irgendein Insider... Keine Ahnung. Egal. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ich da irgendwas verpasst habe. So. Habe ich nicht geguckt, von wem das Level ist. Mach mal gleich noch. Oh mein Gott. Nein, mach mal gleich noch, sagt er und geht direkt wieder rein. Green Jerry hat das gebaut. Okay. Das sieht schon wieder deutlich freundlicher aus als alles, was wir gerade gespielt haben. Klingt auch so. Bam. So. Okay.
Oh! Secret! Achso. Für den Yoshi-Coin wahrscheinlich. Yo. Und Münzen. Nice. So, zack, zack, zack. Und hopp. Boah. Whoops, okay. Ist jetzt wieder allerdings wieder ein Level, wo ich nicht allzu viel. Achso, das geht da nicht weiter. Wo ich nicht allzu viel dazu sagen kann, weil es sich halt einfach rund spielt. Ich kann nur mitsummen. Und einfach durchspringen. So, uns fehlt halt noch eine Yoshi-Coin, aber die werden wir auch gleich finden, weil bisher waren die jetzt, ja, waren die eher so auf dem Weg immer. Und das wird jetzt der schwerste Sprung des Levels. Okay, geschafft. Bam, bam, bam. Mach dich weg. Und dann ist das wahrscheinlich das Ziel. Jawohl. Jetzt können wir mal gucken, was passiert, wenn wir über die 100 kommen. Nee, können wir nicht, weil wir 58 haben. Ups. Aber beim nächsten Mal. Dizzy Forest von M. Borges. Oder Borges oder keine Ahnung. Es ist ein Brasilianer, was weiß ich, wie man die ausspricht. So. Zack, zack, zack. Sieht auch nach einem relativ netten Level aus bisher. Spielt sich rund, wirkt nicht zu schwierig. Also das Schloss war bisher wirklich das krasseste Level, muss man sagen. Vom Gefühl her. Vom Schwierigkeitsgrad her auch. So. Riecht ein Pilz? Ach, ich habe ja einen da oben. Das darf ich nie vergessen. Das ist so hilfreich, wenn der Pilz da oben drin ist. Das ist so hilfreich einfach. Okay. Oh, da... Oh, ui, 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 ui. Da haben wir was verpasst. Aha. Oh. Ja, wie komme ich jetzt da... Ja, wie komme ich jetzt da hoch? Ja, lass mich da hoch. Dude. Dude. Dankeschön. Ah, kann man finden. Kann man finden. So, dafür habe ich zwar meinen Pilz geopfert, aber... Oh, nice. Aber was soll's. Zup, dup, 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 dup. Da gibt es jetzt immer eine Blume. Wir haben 3 Yoshi-Coins. 2 fehlen also noch. Da ist Nummer 4. Upp, da könnte man vielleicht rein. Nein, schade. War einfach nur eine Dekoröhre. Weiß nicht, warum ich jetzt nicht einfach weggesprungen bin. Plötzlich Bombe. Na. Gleich explodiert sie noch in meinem Gesicht. Das wäre nicht so günstig. Und da ist meine 5. Yoshi-Coin. Und da ist mein Ziel. Und wir kriegen keine Sterne, weil ich doof bin. Ah! Meine Herren. Okay. So, Surprise Attack von der Morgana. Mit Secret Exit offenbar. Oha. Bowser attacco nuovamente. Peach precisa de ayuda. O mais rapido possible. Okay. Was eine Musik hier. Okay, wir starten aber wieder freundlich erstmal. Okay. Previnse contra Bowser, coletanto todas Yoshi-Coins. Elas garantem un bonus de tempo. Was? Also irgendwas mit Yoshi-Coins. Ich werde es versuchen, sie zu sammeln. Was immer er mir mitteilen wollte. Irgendwas mit Tempo und Bonus.
Na dann. Werden wir mal versuchen, die Yoshi-Coins zu sammeln, wa? Da oben ist wahrscheinlich schon die erste. Yay! Huch, und da kann man auch noch rein. Hilfe, jetzt bin ich aber erschrocken. Da ist die zweite. Na, das ging ja fix. Oh, und da komme ich nur ran, wenn ich groß bin. Ich brauche einen P-Switch. Got it. Wait. Hä? Ich brauche hier alles Mögliche. Ich habe hier nichts, um hier ranzukommen. Oh, okay. Aber ich komme auch nicht zurück. Ich sehe, dass da oben ein Block ist. Aber ich krieg den nicht. Hä? I'm stuck. Ich komme hier nicht mehr raus. Wo ist hier ein Block? Hä? Oder hätte ich da was? Oh nein, ich hätte da so einen Bassi hochschießen müssen, ne? Oh oh. Ich hätte da bestimmt so einen Bassi hochwerfen müssen. Ja, aber jetzt ist vorbei. Ja, nice. Das ist ja gutes Design gewesen. Okay. Ist denen das bei SMW Central nicht aufgefallen oder haben die das einfach hingenommen? Oder bin ich gerade einfach komplett lost gewesen? Jetzt gehen wir da nochmal rein. Ich meine, warum kann man durch die Röhre nicht einfach wieder raus? Ne, das ist das. Das Ding hat kein... Ne, das Ding hat kein... Kein Rückweg. Jetzt versuchen wir mal hier das Ding hier hoch zu pfeffern. Ja, okay, da ist mein P-Switch, aber... Und dann ist da mein grauer P-Switch drin. Hab das Konzept verstanden. Und dann komme ich da wieder raus. Aber das funktioniert halt alles nur... Und angenommen, ich schmeiße ihn jetzt hier einfach in den Abgrund... Hier gibt es keine Möglichkeit. Ich kann mich hier komplett softlocken. Außer halt, ich kann mich umbringen. Ja, gut, toll. Umbringen kann ich mich immer. Das kann nicht die Lösung sein. Ah. Pilz irgendwo vielleicht? Maybe? Okay, da oben ist nix. Wow, jetzt hüpft er noch höher. Kein Pilz. Okay, gehen wir hier rein. Oh, und plötzlich sind wir hier im Strandfeeling unterwegs. Huch, da oben drauf kann ich stehen. Gut zu wissen. Wow! Da kann ich diesmal nicht rein. Kommt da irgendwas raus? Kann ich da oben rein? Nee. Okay, also drauf stehen kann ich, aber sie tun mir von unten nicht. Da ist keine Kollision. So. Mach deinen Quatsch. Ist da oben was? Nein. Jetzt krieg ich aber einen Pilz. Dankeschön. Da ist nix. Und da ist ein Warp. Da ist ein Midway Point. Das ist schon wieder Yoshi-Coin technisch ungünstig. Und das... das quält jetzt hier alles höher. Das heißt, jetzt können wir auch nach oben. Diesmal ist nichts in der Röhre. Aber ich kann rein. So, ist das wieder so eine Röhre, wo ich nicht zurückkomme? Nice! Das heißt, ich kann es jetzt wieder versauen, wenn ich irgendwelche Sachen verliere, die ich brauche. Ah ja! Was immer ich gerade da hochgepfeffert habe, ist es weg. What?
Der Hack. Da kommt jetzt ein Leben runter, okay. Aua, aber ich kann hier einfach raus wieder. Also das scheint zu gehen. Soll ich Hä? Ich wollte gerade sagen. Okay, weiter kann ich da nicht runter. Oh, ich sehe was. Das wird jetzt allerdings... Ah, das ist blöd, das mit dem Ding zu machen. Aber das kriegen wir hin. Nice. Und jetzt komme ich an den Schlüssel ran. Okay, machen wir erst den Secret Exit. Auch in Ordnung. Müssen wir halt alles nochmal von vorne spielen. So. Ist das jetzt das DLC? Komme ich jetzt da rein? Nein. Keine Ahnung, wie man das auslösen kann. Falls man das auslösen kann. So, von vorn. Secret Exit haben wir gerade mitgenommen. Einfach, weil wir es können. Jetzt muss ich nochmal die Röhre machen. Und das da oben machen wir nachher. Machen wir erst das, was ich versauen kann. Okay. Jetzt passiert nichts mehr. Es kann nichts mehr schief gehen. So, zack. Abflug. So, zack, zack, zack. Und runter. Da war nix, da war nix. Jetzt kann man hier einfach durch. Das war alles irrelevantes Zeug. So, dann sind wir schon wieder im Strandabschnitt. Da war, glaube ich, im ersten Raum nichts Relevantes. Korrekt? Das war dumm. Aber dann kommt hier gleich der Midway Point. Oh, hier war nichts weiter. Genau. Hier war dann eine Yoshi-Coin. Wow! Da kann man hoch. Das habe ich nicht gesehen. Das ist nur für ein Leben. Oh. Oh, kann ich da vielleicht von oben in die Röhre? Das wäre zwar irgendwie dumm, aber... Nein. Okay. Aber gut, dass wir das Leben noch gefunden haben. Das brauchen wir dringend. So, hier ist meine Röhre. Aber wir hatten noch 3 Yoshi-Coins. Habe ich hier eine mitgenommen? Ohne es realisiert zu haben? Und da habe ich jetzt eine irgendwo verpasst. Nee, hier war die. Genau, da war die dritte. Okay, alles klar. Dann brauchen wir den ganzen Quatsch jetzt hier nicht mehr machen. Das haben wir alles abgefrühstückt. Dann kann ich hier wieder raus. Okay. Dann können wir mal hier hochklettern. Und das ist für nichts. Gut. Pilz? Kein Pilz, keine Yoshi-Coin. Aber Vögel! Oder wie Alf sagen würde. Berge. Ah! Da hast du, bist du einfach mal den Münzen gefolgt und bist plötzlich auf einem Springboard. Uff. Das war belastend. So, was hast du mir mitzuteilen? Cavernas escondem un grande segredo. Boa sorte em sua busca. Hehe. Also irgendwas mit Caverna ist wahrscheinlich Höhle, Secret. Vielleicht ist das das, was wir schon haben. Könnt mir vorstellen, dass das ist, was wir schon haben. Ich weiß es nicht. Ich probiere mal, ob ich da oben in die Röhre rein kann. Nein. Nicht in den Mancha fallen. Nicht von den Koopas treffen lassen. Ich hätte gerne eine Shell als Sicherheit immer dabei. Man weiß ja nie. So eine Shell als Sicherheit ist immer ganz gut. Okay, das ist der nächste Warp.
Oh, wait, haben wir jetzt. Wir haben jetzt nicht alle Yoshi-Coins, oder? Wir haben 4. Wo ist die 5.? Kommt die noch? Da habe ich es versaut. Man weiß es nicht. Muss ich den abschießen oder muss ich einfach überleben? Kann ich ihn überhaupt abschießen? Ich komme halt überhaupt nicht an ihn ran so. Nee. Ich glaube nicht, dass ich ihn abschießen kann. Da ist die 5. Nice. Nee, ich glaube nicht. Huh! Durch die Blöcke hätte ich jetzt fast das verhauen hier. Husch, husch, husch. Nein! Oh, der... Ich hatte den Sprung so schön geplant und dann ist er kurz umgedreht wegen dem Bullet-Ding. Aber wir haben die 5 Yoshi-Coins. Jetzt komme ich hier raus. Auch interessant. Okay. Ich meine, es ist ein bisschen hinter dem Midway Point, aber gut. What? Der hat mich weggesnipert. Hallo? Hex? Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja wohl nicht. Da snipert der mich einfach weg. Du Frechdachs, du. So, wo ist mein Pilz? Krieg ich gar keinen Pilz mehr? Ach du Schande. Muss ich das jetzt komplett klein spielen? Nee, okay, er ist einfach nur ein Bild. Gut, dann haben wir das jetzt endgültig geklärt und ich kann die auch erledigen. Ich muss mich nicht... Na? Aber ich traue mich nicht, ihn zu berühren. Nicht, dass er zwar ein Bild ist, was mich tötet, aber das kann ja sein. Man muss ja nicht hier volles Risiko gehen. Vielleicht ist in einem der Blöcke ein Pilz drin. Aber da traue ich mich eher weniger ran. Die sahen mir zu gefährlich aus. Aber irgendwo waren Blocks so ein bisschen so erreichbar. Die da zum Beispiel. Na, das war schon mal nix. Alter. Stern! Da ist ein Stern! Da ist ein Stern drin. Aber der wäre jetzt mittlerweile auch schon wieder aus, der Stern. Also... So viel nützt er mir jetzt auch nicht. Ja, jetzt wäre er längst aus. Uff. Oh, okay. Da ist wieder Despacito. Und wir haben Bowser verjagt, oder was? Man weiß es nicht so genau. Irgendwas ist passiert. Das Level ist jedenfalls zu Ende. Yay. Okay. Das war interessant, I guess. Cool. So. Zack. So, geh ich nochmal da rein. Aber ich glaube nicht, dass hier irgendwas passiert ist. Ich kann hier halt ein Leben holen, aber das war's dann auch. Ha. Ha, ha, ha. I have no idea how this thing works. So, was haben wir dann beim nächsten Mal noch so? Also, ein Level, zwei Level, drei, vier, fünf. Und irgendwie muss ich da noch rüberkommen. Guck mal, da kann man noch rüber. Wie komme ich da hin? Ach, von da. Okay. Also, das sind mindestens noch zwei Parts, je nachdem, wie groß die Level sind. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.